Aus der Serie Datums- und Zeitfunktionen in Excel möchte ich dir heute in diesem kleinen Tutorial die Funktion Datum einmal etwas näher bringen. Das heißt, dir zeigen, was man damit alles machen kann und welche weiteren Funktionen eventuell noch von Nutzen sein könnten. Wenn wir in Excel ein normales einzelnes Datum generieren, hat das den großen Nachteil, dass dieses Datum sehr statisch ist. Das heißt, wir möchten eventuell auch mal ein Datum aus einzelnen Zellen in Excel zusammensetzen. Dafür habe ich hier oben einmal hingeschrieben, den Tag, den Monat, das Jahr. Entsprechend ist das der 20.11.2011. Wenn wir dieses Datum jetzt angeben wollen, sodass es Excel als ganzes Datum anzeigt, nehmen wir dazu die Funktion Datum. Wenn wir diese jetzt hier eingeben, ist gleich Datum, erwartet Excel die Angaben Jahr, Monat und Tag. Das Jahr ist jetzt in unserem Falle 2011. Dann brauchen wir ein Semikolon, den Monat, den 11. und den Tag, den 20. Anschließend schließen wir die Klammer und bestätigen das Ganze mit Enter. Und Excel zeigt es in einer Zelle als komplettes Datums an, als komplette Datumsangabe mit dem 20.11.2011. Natürlich soll auch manchmal andersrum ein Datum, in unserem Beispiel jetzt einfach mal der 14.02.1999 einzeln angezeigt werden. Das heißt, dass wir die einzelnen Werte Tag, Monat und Jahr in einzelnen Zellen darstellen können. Dazu müssen wir die Zellen allerdings erstmal formatieren. Zum Beispiel die erste Zelle, der Tag, müssen wir auf Funktion einfügen gehen und die Funktion Tag heraussuchen, diese doppelklicken und ihm dann anschließend eine Zahl geben. In unserem Falle können wir auch einfach dieses Datum hier unten anklicken und das Ganze damit Enter bestätigen. Dann wird in dieser Zelle der Wert 14 für den Tag angezeigt. Analog dazu wird mit den weiteren Zellen für Monat und Jahr verfahren. Zuerst die Funktion Monat, Zielzelle auswählen, mit OK bestätigen und die Funktion Jahr. Da ist es, einmal mit OK bestätigen und dann auch wieder die Zielzelle angeben und OK sagen. Wenn wir jetzt ein komplettes Datum umändern wollen in einen Dezimalwert, können wir dafür die Funktion Datwert benutzen. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Man schreibt ist gleich Datwert, setzt Anführungszeichen und gibt dann den Datumswert ein. Wir probieren jetzt einfach mal hier diese Zelle auszuwählen. Da bringt Excel direkt einen Fehler, da das nämlich nicht funktioniert. Wir müssen hier also wirklich einen Datumswert eingeben im Sinne von 12.03.2009 und das Ganze mit Enter bestätigen und Excel gibt uns hier den entsprechenden Dezimalwert zu diesem Datum aus. Natürlich kann man jetzt die Daten auch noch dazu verwenden, damit zu rechnen. Das funktioniert ganz einfach. Man kann hier eine Funktion mit hinzufügen, zum Beispiel das Jahr. Wir erinnern uns, die erste Stelle ist das Jahr, die zweite Stelle wäre der Monat, die dritte Stelle der Tag. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen wissen, 3 Jahre später das Datum, rechnen wir hier einfach plus 3 und wir rechnen auch noch einmal 3 Tage mit hinzu, also nochmal plus 3 und dementsprechend zeigt uns Excel das neue Datum an, was wir mit dieser Formel hier haben ausrechnen lassen. Ja, so viel dann auch schon wieder zu den Funktionen Datum. Ich hoffe, ich konnte dir an der Stelle etwas weiterhelfen und dass du neues Wissen erlangt hast und ich freue mich darauf, dich in einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen.